An diesem Tag, an dem wir die Auferstehung Jesu als neue Schöpfung begreifen, lasst uns hören, wie Gott die Welt geschaffen hat und das Licht von der Finsternis trennte. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und die Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und so rief Gott durch sein Wort alles, was ist, ins Leben. Licht und Finsternis, Tag und Nacht, Wasser und Festland, Sonne und Mond, Baum und Gras, Pflanze und Tier. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Strom stieg aus der Erde empor und tränkte das ganze Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Lasst uns beten. Ewiger Gott, durch dein Wort hast du der Welt Gestalt gegeben und das Leben erweckt. Sprich aufs Neue dein Wort, es werde Licht, dass dein Licht unsere Finsternis vertreibe. Amen. Erlöst und in die Freiheit führt. Die Israeliten hoben ihre Augen auf und siehe,
Die Ägypter zogen hinter ihnen her und verfolgten sie. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Da sprach Moses zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und sehet, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein, mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter feuchten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse, des Pharao, seine Wagen und Männer, mitten ins Meer. Da streckte Mose seine Hand über das Meer, und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett, und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr sie mitten ins Meer, und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Männer, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war ins Meer, und dass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Ägypter Hand. Lasst uns beten. Treuer Gott, du hast das Passafest gestiftet, damit Israel alle Zeit deiner Erlösung gedenke. Segne uns diesen Ostertag, damit wir unserer Erlösung durch Jesus Christus gedenken. Wecke in uns die Hoffnung, dass du aus aller Unterdrückung befreist. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen. Tag der Auferstehung. Hört, wie Gott die Toten auferweckt zum Leben durch den Hauch seines Geistes. So steht geschrieben beim Propheten Hesekiel. Des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn
und stellte mich mitten auf ein weites Feld. Das lag voller Totengebeine. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie. Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und spreche ich zu ihnen: So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israel. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es, spricht der Herr. Lasst uns beten. Du Gott des Lebens, du hast deinem Propheten das Wunder der Auferweckung vor Augen geführt. Lass uns an diesem Ostertag Anteil gewinnen an der Hoffnung, die der Übermacht des Todes trotzt. Amen. Victime Pascalinatus, immolent Christiani, agnus redemito meus, Christus innocens parte, reconcilia vit peccatoris. Mos et victor duello, conflixere mirando, tus vitae mortuos privativos. Hic nobis Maria, quid vidisti in via? Sepulchrum Christi viventis, et gloria quidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus bis meam, precedit suus in Galileam. Simus Christus surrexis, an diesem unvergleichlichen Tag die Botschaft von der Auferstehung des Gekreuzigten. Nur ein Bote Gottes kann dieses Wunder des neuen Lebens verkünden, das geschehen ist. Aus dem Evangelium nach Matthäus im 28. Kapitel. Als der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude
und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Guter Gott, du hast einen hellen Schein in unsere Welt gegeben und nun bricht der Tag der neuen Schöpfung an. Jesus Christus, du hast die finsteren Mächte besiegt. Unter uns leuchtet auf der Tag der Auferstehung. Heilige Geistkraft, du erfüllst den Erdkreis mit göttlicher Kraft und die im Schatten des Todes sind, stellst du ins Licht des Lebens. Hört, was der Apostel Paulus über die Bedeutung der Taufe sagt, aus dem Brief an die Römer. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit Gottes, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen.
So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt in Christus Jesus. Amen. Wir gießen ein das Wasser, aus dem alles Leben stammt, und erinnern uns, Gott hat uns das Leben geschenkt. Wir gießen ein das Wasser, das unseren Durst löscht, und erinnern uns, Gott gibt uns zum Leben, was wir brauchen. Wir gießen ein das Wasser, das im Unwetter Not und Verderben bringt, und erinnern uns, Gott ist mit uns in allen Stürmen des Lebens. Wir gießen ein das Wasser, das reinigt und sauber macht, und erinnern uns, Gott schenkt uns in all unserem Versagen wieder einen Neuanfang. Wir gießen ein das Wasser, das aus vielen Tropfen besteht, und erinnern uns, Gott hat uns hineingestellt in eine große Gemeinschaft. Heute ist der Tag der Auferstehung. Die Nacht geht vorbei, die Sonne des Ostertages geht auf. Das Leben hat sich durchgesetzt, die Hoffnung siegt. Das Licht des Ostermorgens lässt unser Leben in einem neuen Licht erscheinen. Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Feiert mit mir das Fest aller Feste, schmückt trauernde Häuser, kehrt den Schmutz von den Straßen, kommt aus den Kellern der Angst, öffnet verriegelte Türen, reißt dumpfe Fenster auf. Springt in die Freiheit, lacht mit mir voll der Freude aller Freuden. Das Grab der Gräber wurde gesprengt, der Stein der Verzweiflung ist weggerollt, die neue Welt hat ihren ersten Tag.
singt vom Sieg aller Siege, fegt die Angst aus euren Herzen, lacht bösen Mächten ins Gesicht. Beginnt heute schon das Leben von morgen. Zusammen mit der jungen Gemeinde beten wir das Vaterunser mit Gebärdensprache. Geht in diesen Ostertag mit dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse ihr Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.